Hallo alle und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir und damit zu zwei neuen Lesemonaten. Ich zeige euch in diesem Video alle Bücher, die ich im März und im April gelesen habe. Und ich kann schon mal sagen, das waren so einige. Darunter auch ein paar Enttäuschungen, aber auch positive Überraschungen inklusive Jahreshighlights. Ich würde sagen, bevor ich jetzt noch länger quatsche, starten wir direkt. Im März habe ich 7 Bücher gelesen, was ja mittlerweile sowas wie mein Durchschnitt ist. Dementsprechend bin ich auf jeden Fall zufrieden. Aber ich habe auch ein Buch gelesen, was mich ziemlich enttäuscht hat. Gestartet bin ich aber sehr positiv in den Monat und zwar mit Bright von Ellie Hazelwood. Ich hatte keine hohen Erwartungen an das Buch, was daran liegt, dass ich bislang nur The Love Hypothesis von der Autorin gelesen hatte und das zwar cute fand, aber jetzt nicht so genial, wie der Hype damals versprochen hatte. Umso mehr konnte ich hier positiv überrascht werden. Ich würde es als übernatürliche Rom-Com bezeichnen. Es wird zwar in dieses Romantasy-Genre eingeordnet, ja, der Fokus liegt aber schon sehr auf der Liebesgeschichte. Die einzigen Fantasy-Elemente sind eigentlich, dass die Charaktere eben übernatürlich sind und ja, dementsprechend sollte man einfach nicht so diese wahnsinnig komplexe Handlung oder Welt oder Originalität erwarten und dann kann das Buch einen wirklich begeistern, gerade weil es eben diese humorvolle Note mit einbringt, eine Slowburn-Liebesgeschichte, die ich sehr authentisch und nachvollziehbar fand und ich war einfach super gefesselt. Die Protagonistin ist ein Vampir, der Protagonist ein Werwolf, die beiden Spezies sind eigentlich komplett verfeindet, aber jetzt versuchen sie irgendwie Frieden zu schließen und deshalb wird die Protagonistin dem Protagonisten als Braut angeboten und werden verheiratet und müssen jetzt miteinander klarkommen. Das ist die Grundsituation. Ja, verspricht auch schon große Rom-Com-Vibes, würde ich so vom Pitch aus her sagen. Und ja, ich mochte es wirklich sehr, vor allem eben diesen Unterhaltungsfaktor. Und da habe ich auch so die paar Kritikpunkte, die ich hatte, gleich vergessen und das Buch mit 5 Sternen bewertet. Auch beim nächsten Buch wusste ich nicht, was ich erwarten soll, denn das Cover von Golden Bay ist ja relativ schlicht, ihr seht es selbst. Und ja, ich war auch hier positiv überrascht, habe es mit 5 Sternen bewertet, wobei ich hier auch so ein bisschen das gesamte Potenzial bewertet habe, was ich in der Reihe sehe. Denn die Reihe hat einen ganz besonderen Aufbau. Band 1 ist nur aus der Perspektive der Protagonistin geschrieben. Band 2 erzählt die Geschichte weiter, wechselt dann aber die Perspektive zum männlichen Protagonisten und Band 3 ist dann aus beiden Perspektiven beschrieben. Das heißt, es gab hier schon Dinge, die mich etwas gestört haben, zum Beispiel, dass man eben super wenig noch über den männlichen Protagonisten erfährt, über seine Gefühlswelt, über seine Motive, warum er Dinge tut. Aber deshalb habe ich dafür jetzt keinen Stern abgezogen, weil es eben genauso gedacht ist und wir dann eben in Band 2 mehr über ihn erfahren. Und ich bin super, super gespannt drauf, hoffe, dass es dann genauso genial alles zusammenläuft, wie ich es mir gerade vorstelle. Und ja, diesen Band als Einzelband habe ich auch super gern gelesen. Es ist eine Second-Chance-Geschichte und es geht um Amber und Holden, die in ihrer Jugend ein Paar waren, dann gemeinsam aus Golden Bay abhauen wollten. Amber hatte auch schon alles fertig gepackt, wurde dann aber von Holden versetzt, der ohne sie abgehauen ist. Amber hat nie erfahren, was der Grund ist für seinen Kontaktabbruch und währenddessen stürzt auch ihr Leben ins Chaos. Jetzt hier zum Zeitpunkt des Buchs treffen die beiden wieder aufeinander und von da entsteht die Geschichte. Falls das hier nicht das erste Video ist, was ihr von mir schaut, dann wisst ihr vielleicht, dass ich großer Fan der Bücher von Stephanie Garber bin und besonders The Ballad of Never After hat mich in der letzten Zeit sehr von den Socken gehauen. Dementsprechend gefreut habe ich mich jetzt A Curse for True Love Band 3 der Reihe zu lesen und ich muss sagen, es konnte nicht ganz meine Erwartungen erfüllen. Ich habe es trotzdem mit 4,5 Sternen bewertet, einfach weil ich so viel Liebe für die Charaktere in mir trage, den Schreibstil so grandios finde, es wieder Zitate gab, die ich mir unbedingt markieren wollte und ich einfach dieser Welt und allem total verfallen bin. Inhaltlich möchte ich natürlich nicht ins Detail gehen, weil es sich hier um einen finalen Band handelt. Ich versuche es aber mal neutral zu formulieren. Es passiert am Ende von Band 2 etwas. Ein großer Cliffhanger, den ich sehr, sehr genial gemacht fand, der aber jetzt hier ein paar Nachwirkungen mit sich zieht, die das Buch etwas entschleunigt haben, also ein bisschen Tempo rausgenommen haben und das Leseerlebnis für mich bis zur Hälfte des Buchs etwas zäher gestaltet haben. Dann hat es aber wieder Fahrt aufgenommen und ich habe wieder alles genauso geliebt wie vorher. Dementsprechend nicht mein liebster Band, trotzdem eine tolle Geschichte und eine tolle Reihe, die ich in bester Erinnerung behalten werde. Bei Dear Heart, I Miss You handelt es sich auch um einen dritten Band. Im ersten Band der Reihe ging es um Avina und Xavier und Band 2 und Band 3 haben Dear und Finn thematisiert. Während ich bei Band 2 noch irgendwo Potenzial gesehen habe, weil ich dachte, vielleicht kriegt Finn ja noch ein bisschen die Kurve, bin ich jetzt im Endeffekt ja bei Band 3 bei der Entscheidung angelangt, dass einfach die Geschichte von Dear und Finn mich nicht so sehr fesseln und begeistern konnte, wie die von Xavier und Avina in Band 1. Das liegt hauptsächlich daran, dass Finn einfach bei mir keinerlei Sympathie gewinnen konnte. Ich
möchte eigentlich Bücher nicht nach Sympathie der Charaktere bewerten, aber wenn es halt eben der Bookboyfriend ist und er für mich einfach zu viele verwerfliche Dinge getan hätte, als dass ich ihn noch mit der Protagonistin persönlich shippen kann, dann ist es einfach nicht ein Romance-Buch für mich gewesen. Trotzdem, der Schreibstil der Autorin, der hat mich wirklich auch schon in Abband 1 begeistert und ich werde definitiv noch mehr Bücher von ihr lesen. Von mir gab es 3 Sterne. Genauso wie bei Stephanie Garber wird es sicherlich einige nicht überraschen, wenn ich erwähne, dass ich die Bücher von Kira Groh wirklich sehr lieben gelernt habe. Also war für mich direkt klar, dass ich auch Zeilenflüstern, ihren neuen Reihenauftakt, lesen muss, sobald er erscheint. Und ich war wirklich sehr begeistert, vor allem eben wieder von diesem Schreibstil, der diese leichte humorvolle Note immer so ein bisschen mit sich bringt, sehr realistisch, sehr authentisch ist, einfach so die Situation und Charaktere beschreibt, dass alles für mich real wird, als wäre ich Teil der Situation und das mag ich einfach total gerne an diesen Büchern. Die Sweet Lemon Agency ist eine Marketingagentur und das verbindende Element der Reihe. In Band 1 geht es um Clara, die Texterin in der Agentur ist und sie ist dort auch noch relativ neu, hat also noch nicht so viele Freunde gefunden. Dementsprechend lernen wir die anderen Charaktere mit ihr gemeinsam kennen. Das hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen. Clara erhält den Job, sich für einen Schokoladenhersteller ein Werbekonzept zu überlegen und denkt sich aus, dass die Tafeln ja verrucht reden könnten. Dafür bucht die Agentur dann einen Hörbuchsprecher, der Claras Texte einlesen soll. Und das ist niemand Geringeres als der Sprecher ihrer liebsten Hörbuchreihe, die sie ständig hört und in die Stimme hat sie sich quasi schon im Vorhinein verliebt. Er jedoch ist darauf gar nicht so stolz, will eigentlich Schauspieler werden. Und die beiden treffen jetzt eben aufeinander und daraus entsteht die Liebesgeschichte. Ich fand es, wie gesagt, total toll umgesetzt. Auch alle weiteren Themen, die damit einhergingen, wie zum Beispiel Thema, ja, Einblicke ins Sprecherleben, ins Tonstudio, das hat mir gut gefallen. Claras Eltern sind überdies auch noch gehörlos. Das heißt, Clara spricht auch Gebärdensprache. Das sind auch Thematiken, die aufgegriffen wurden. Und all das in Kombination hat für mich wirklich gut funktioniert. Dementsprechend habe ich das Buch mit 5 Sternen bewertet. Ebenfalls der finale Abschlussband einer Reihe ist Move On von Anna Savas. Die New England School of Ballet-Reihe habe ich bekanntlich sehr in mein Herz geschossen. Es geht hier um eine Tanzakademie. In jedem Band wird ein anderes Pärchen thematisiert. Und jetzt hier im 4. Band sind es Sky und Gabriel. Gabriel war einmal Tänzer, arbeitet aber jetzt bei einer Fernseh-Film-Drehproduktion und die filmen eben an der Tanzakademie eine Art Doku-Serie, wo Sky eben auch mitwirkt. Gabriel und Sky waren schon mal zusammen, haben sich dann aber unschön getrennt und treffen jetzt eben wieder aufeinander. Das hat mir an sich alles super gut gefallen, auch die neuen Elemente durch die Serie, die für mein Empfinden sogar noch etwas mehr im Fokus hätte stehen können und auch das Tanzen hätte für mich auch wieder mehr Bildfläche bekommen können. Nichtsdestotrotz liebe ich diesen Schreibstil von Anna Savas, der einfach immer einfühlsam ist und zart und das Geschehen total lebendig werden lässt. Ich muss sagen, das ist jetzt nicht mein liebster Band der Reihe geworden, einfach weil ich diese letzte emotionale Verbindung nicht so ganz zu den Charakteren gefunden habe, zumindest nicht in der Intensität, wie es zum Beispiel bei Band 1 und bei Band 3 der Fall war. Aber trotzdem, die Reihe hat wirklich mein Herz. Es war für mich ein sehr, sehr runder Abschluss und dementsprechend habe ich es mit 4 Sternen bewertet. Kommen wir zum 7. Buch im März und damit zu dem, was ich gerade als Enttäuschung bezeichnet habe. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie weh es mir tut, jetzt in diesem Moment Crescent City 3 hochzuhalten. Alle, die mich ein bisschen länger verfolgen, wissen, wie sehr ich die Crescent City-Reihe liebe. Besonders Band 1 bezeichne ich ab und an als mein Lieblingsbuch, einfach weil ich es als Einzelband für ein Meisterwerk halte. Wie gerade gesagt, gibt es einen sehr, sehr großen Plot-Twist am Ende von Band 2. Dementsprechend kann ich auch hier leider nicht auf Inhalte eingehen. Aber ich habe einfach mehr erwartet. Sie hat etwas sehr, sehr Großes angeteasert in Band 2, was dann hier gar nicht mal so groß thematisiert wurde, was relativ schnell abgehandelt wurde, nicht den Raum, nicht die Größe, nicht diese epische Wirkkraft erhalten hat, die ich mir die ganze Zeit ausgemalt habe. Auch sonst habe ich ein bisschen die Verbindung zu den Charakteren verloren, die ich in Band 1 doch noch so extrem gefühlt habe. Wir haben hier sehr viele Perspektivwechsel, die sehr abrupt und schnell sind, sodass ich mich in die einzelnen Perspektiven nicht mehr so ganz einfühlen konnte. Mir war das wirklich einfach zu hektisch. An anderen Momenten dann aber auch zu zäh, weil einfach handlungstechnisch nicht so viel passiert ist. Es wurde sehr viel über das Erlebte gesprochen, diskutiert, aber eigentlich ist auf der Handlungsebene nicht so sehr passiert und auch so dieses epische Finale habe ich einfach in der Form nicht so erhalten und wir reden hier von einem sehr, sehr hohen Niveau. Es ist sprachlich und ja, vom Schreibstil her natürlich weiterhin sehr, sehr großartig. Das möchte ich gar nicht absprechen. Und auch wie komplex die Welt ist, also das ist Wahnsinn, ne? Also das möchte ich jetzt gar nicht hier absprechen,
Aber ich glaube, dadurch, dass ich von Sarah J. Maas auch einfach schon bessere Bücher gelesen habe, bleibt hier eben die Enttäuschung zurück. Trotzdem habe ich es noch mit 3,5, das heißt aufgerundeten 4 Sternen bewertet. Ja, es ist halt wirklich einfach so ein bisschen Enttäuschung in mir, aber trotzdem natürlich ein gutes Buch, eine tolle Reihe und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Kommen wir also schon zum April, in dem ich sage und schreibe 8 Bücher gelesen habe. Meine Freunde, das ist ein neuer Highscore für dieses Lesejahr. Ich bin da natürlich sehr stolz drauf. Noch toller ist aber, dass ich da auch einige Jahreshighlights gefunden habe. Das erste gelesene und beendete Buch im April wurde direkt zum Jahreshighlight und zwar Pretty Scandalous. Ich bin Head over Heels für dieses Buch. Es hatte so eine heftige Sogwirkung, dass ich von den 600 Seiten, die dieses Buch hat, die letzten 400 in einer Nacht gelesen habe. Und das passiert mir echt nicht mehr so oft, dass mich ein Buch so sehr fesselt, dass ich einfach nicht aufhören kann. Aber ich hatte so viele Fragen im Kopf. Das Buch ist einfach auch wirklich stark geschrieben, dass es so viele Geheimnisse gibt, die man aufgeklärt haben möchte. Man hat so viele Theorien. Man möchte endlich die Wahrheit herausfinden. Und deshalb bleibt man im Endeffekt doch dran. Und genau das habe ich an dem Buch geliebt. Es war Unterhaltung pur im besten Sinne. Und mein subjektives Leseerlebnis war so positiv, dass ich einfach nur euphorisch zurückbleibe. Die Protagonistin Sarah hat eine Zwillingsschwester, Peyton. Die beiden hatten eine sehr, sehr enge Beziehung, aber als Peyton dann irgendwann nach New York gezogen ist, um an der Columbia University zu studieren, haben die beiden sich sehr voneinander entfernt. Irgendwann trat dann auch eine große Funkstille ein. Und jetzt kehrt Peyton zurück, ist mit blauen Flecken übersät und sichtbar zerstört. Ja, Sarah versucht herauszufinden, was passiert ist. Peyton verrät aber nicht viel, außer dass die Clique in New York sie komplett zugrunde gerichtet hat. Und ja, jetzt möchte Sarah mit Peyton den Platz tauschen, also quasi dieses doppelte Lottchenspiel veranstalten. Sie geht nach New York, schleust sich in Peytons Clique als Peyton ein und versucht herauszufinden, was genau mit ihrer Schwester passiert ist. Aber da spielt sie natürlich ein gefährliches Spiel. Falls euch der Klappentext, den ich jetzt so frei performt habe, also in einer Form anspricht, kann ich euch das Buch wirklich nur vom Herzen empfehlen. Es ist genauso fesselnd, wie man sich das jetzt vorstellt. Vom Vibe so ein bisschen in die Richtung von Revenge, Gossip Girl, Pretty Little Liars, um jetzt ein paar Serien zu nennen. Falls euch das zusagt, sehr empfehlenswertes Buch. Leider konnte Vienna mich nicht so sehr überzeugen, wie ich es mir erhofft habe, was auch an meiner Erwartungshaltung liegt, mit der ich an das Buch gegangen bin und die dadurch entstanden ist, dass eben Cover und Titel mir ein gewisses Bild in den Kopf gepflanzt haben. Ihr seht es selbst, es ist sehr klassisch, elegant und edel gehalten und in Kombination mit Wien habe ich dann einfach direkt an elegante Bälle gedacht und eben High Society, eine ganz andere Atmosphäre, als es tatsächlich dann hier war. Hier wird ein eher düsterer Blick auf Wien geworfen. Und das liegt zum Teil auch daran, dass die Protagonistin ja übermäßig Substanzen, sag ich jetzt mal, konsumiert, sich sehr oft in Clubs herumtreibt, die eher heruntergekommen sind und so insgesamt die Atmosphäre, wie gesagt, eher düster ist. Was mir richtig gut gefallen hat, war der Schreibstil. Es gab einige Zitate, die ich mir markieren wollte und besonders die emotionalen Szenen haben mich auch total erreichen können. Livia ist eine Protagonistin, die mit sehr viel emotionalem Ballast, mit sehr viel Mentalem kämpft und viel Schmerz in sich trägt und all das war echt toll beschrieben. In manchen Situationen konnte ich sie aber leider nicht so ganz nachvollziehen, auch weil sie sich ja eigentlich in einer sehr privilegierten Situation befindet, ein Support-System hat mit Familie und Freunden, die sehr, sehr doll zu ihr stehen. Und ja, das war in manchen Situationen dann für mich etwas nachvollziehbar, warum sie entsprechend gehandelt hat, sehr unsympathisch zum Teil, sehr arrogant ihren Mitmenschen gegenüber. Und ja, nur weil man eben ein Support-System hat, heißt es nicht, dass man keine Probleme haben darf. Aber es hat es einfach ein bisschen schwer gemacht, mit ihr über alle Zeit zu sympathisieren. Was ja auch nicht zwingend der Fall sein muss, denn ihre Entwicklung hat mir dann im Endeffekt sehr, sehr gut gefallen. Den männlichen Protagonisten konnte ich nicht so gut greifen. Von ihm haben wir noch nicht so viele Einblicke erhalten, was aber, glaube ich, im Band 2 dann noch kommt. Das Ende war dann wieder ziemlich großartig. Es gab noch einen Twist, mit dem ich so in der Form nicht gerechnet habe und den ich sehr toll fand. Der hat sehr viel Potenzial für Band 2 eröffnet und dementsprechend freue ich mich da auch drauf. Aber wie gesagt, ich habe einfach irgendwie eine andere
andere Geschichte erwartet, als die, die ich jetzt am Ende bekommen habe. Ich glaube, man kann die Geschichte aber auch lieben, wenn man eben genau das erwartet. Wenn ich ein neues Buch von Alexandra Flint anfange, weiß ich mittlerweile schon, dass es mir bestimmt gefallen wird. So war es auch bei Lakes zum Campus, weshalb ich den Klappentext gar nicht so intensiv gelesen habe. Und umso mehr konnte ich positiver von dem ganzen Konzept überrascht werden, denn das hat mich echt begeistert. Der Lakes zum Campus ist eine Art Uni für Hochbegabte, die dann in einer speziellen Fähigkeit weiter ausgebildet werden. Bei Harlow ist es eine besondere Geschichte, wie sie zur Uni kam, denn am Anfang der Geschichte steht sie mit einem Bein im Gefängnis. Sie ist nämlich Hackerin und Programmiererin und um die Arztrechnung ihres kleinen Bruders zu bezahlen, hat sie sich in eine Bank eingehackt, was dann wiederum aufgeflogen ist und sie sollte eigentlich ins Gefängnis wandern, hat dann stattdessen angeboten bekommen, auf den Lakestone Campus zu kommen, wo sie dann eben im Programmieren und Hacken weiter spezialisiert wird. Dort lernt sie ein paar neue Freunde kennen, unter anderem auch Zack, der stumm ist und Literatur und Jura studiert. Die beiden lernen sich kennen und die Art und Weise der Kommunikation, die dann entsteht, durch eine Gebärden-App, die Harlow entwickelt, ist einfach total besonders, total authentisch und die Gefühle sind bei mir super gut angekommen. Es war einfach super süße Szene. Es ist eine cute, ruhige, slowe Liebesgeschichte, die ich in vollen Zügen genossen habe. Dazu kommt auf der anderen Seite, dass es eben auch spannend bleibt, weil diese Hacker-Thematik immer noch im Raum steht und ja, eben für Suspense-Elemente sorgt. Also insgesamt ein Buch, an dem ich keine Kritikpunkte hatte, was mir echt gut gefallen hat und dementsprechend habe ich es mit 5 Sternen bewertet. Als E-Book habe ich Powerless gelesen, von dem mir echt einige im Vorhinein geschrieben hatten, Julia, das wird komplett deinem Geschmack treffen. Und so war es auch, ich habe das Buch mit 4,5 Sternen bewertet. In Powerless hat eine Seuche die Menschheit gespalten. Einige haben danach magische Fähigkeiten entwickelt, andere nicht. Diejenigen, die eben ohne Kräfte weiterleben, wurden gejagt und sollten ausgemerzt werden, darunter auch Paddin, aber sie verheimlicht eben die Tatsache, dass sie ohne Fähigkeiten geboren wurde. Ja, sie schlägt sich als Diebin durch die Straßen durch, bis sie irgendwann auf den Kronprinzen trifft und ihm das Leben rettet. Dadurch rückt sie in die Aufmerksamkeit und wird zu einem tödlichen Turnier nominiert, an dem auch der Prinz und andere Menschen mit magischen Fähigkeiten teilnehmen. Was mir wirklich besonders gut gefallen hat, war die Umsetzung der Liebesgeschichte. Die war wirklich sehr im Fokus, sehr authentisch im Slowburn erzählt, dass sie mich komplett erreicht hat und ich habe es hundertprozentig gefühlt. Vor allem die Dialoge mochte ich dahingehend total gerne. Der Schreibstil im Allgemeinen hatte wirklich viele poetische Momente und ja, das hat mir extrem gut gefallen. Auf der Handlungsebene kommt dann eben sehr viel Spannung dazu, es ist abwechslungsreich, es passiert viel und auch das mochte ich total. Muss aber sagen, so ganz originell war nicht alles in dem Fall, deshalb habe ich auch ein paar Elemente vorhergesehen, einfach weil es Bücher gibt, die sowas ähnliches schon mal erzählt haben, beziehungsweise ich habe ähnliche Handlungselemente schon mal woanders gelesen und deshalb ja, war ich jetzt nicht so unfassbar überrascht von den Entwicklungen. Nichtsdestotrotz war die Umsetzung hier nochmal sehr besonders, nochmal einzigartig und deshalb mochte ich es auch insgesamt sehr. Auch Vengeance von Ruby Braun würde ich als besonderes Buch bezeichnen. Ich habe im Endeffekt keine wirklichen Kritikpunkte, was die großen Themen angeht und habe es mit 4,5 Sternen bewertet. Besonders das Setting hat mir sehr gut gefallen. Es geht ja um eine Academy of Dream Analysis, weshalb wir viele Dark Academia Vibes haben. Die Akademie konnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen und auch das Setting in Lappland war für mich sehr atmosphärisch. Der Schreibstil ist auch ein großer Punkt. Der war zum Teil etwas experimentell, hat aber total gut funktioniert auf die Art und Weise und hat mich sehr in die Geschichte reingesogen. Das mochte ich also auch. Die Charaktere waren speziell, würde ich sagen, denn sie sind sehr moralisch grau, haben sich da an einigen Grenzen bewegt, haben auch manchmal unsympathisch gehandelt, was aber total nachvollziehbar beschrieben wurde, auch durch die emotionalen Hintergründe der Charaktere. Auf der Handlungsebene gab es ein paar Elemente, die ich zwar etwas vorhersehbar fand, aber nichtsdestotrotz fand ich, dass es einfach alles gut aufgebaut war, gut beschrieben war und insgesamt hat es mir auch gut gefallen. Als nächstes habe ich einen weiteren finalen Abschlussband gelesen und zwar Bälle der Academy of Athletes Band 3. Ich mochte es total gerne, insgesamt dieses Konzept der Sportakademie und habe das Buch mit 4,5 bis 5 Sternen bewertet. In Band 3 geht es um Turnerin Delphine, die etwas unnahbarer ist, aber mit einigen mental zu kämpfen hat. All das fand ich richtig gut und emotional beschrieben, was mich komplett abgeholt und erreicht hat. Auf der anderen Seite haben wir den männlichen Protagonisten Covey. Er ist Schauspieler und soll in einem Film einen Turner spielen. Weil er aber gerade einen großen Skandal ausgelöst hat, empfiehlt das Produktionsteam ihm, ja, mit Delphine zu trainieren. Nicht nur für die Rolle, sondern auch, weil Delphine so ein gutes Image hat und er sich ja bemühen könnte, ja,
eine Beziehung mit ihr zu starten und durch dieses Fake-Dating seinen eigenen Ruf wieder aufzupolieren. Ja, dadurch lernen die beiden sich kennen. Es gibt einige Schlagabtausche, weil sie erstmal gar nicht miteinander viben, aber es irgendwann dann sich doch entwickelt, dass daraus Gefühle entstehen. Dennoch hat Covey ihr den wahren Grund für ihr Kennenlernen verheimlicht. Das ist die Grundgeschichte und die Umsetzung hat mir echt gut gefallen. Mittlerweile habe ich schon einige Bücher von Elle Kennedy gelesen und was sie alle miteinander verbindet, ist ihr großer Unterhaltungsfaktor. So ist es auch bei The Mistake. Der Schreibstil ist einfach so humorvoll, flüssig zu lesen, dass ich quasi durch die Seiten fliege und auch ein paar Kritikpunkte hinten anstelle, weil ich mich einfach so, so unterhalten fühle. Ja, ich muss schon sagen, die Ausdrucksweise ist für meinen Geschmack manchmal etwas zu derbe, auch wenn sie ja eventuell so in der Form realistisch ist. Und es gibt einfach sensible Themen, die in meinen Augen zu oberflächlich behandelt werden. Das war auch schon in Band 1 so. Ja, deshalb bewerte ich es mit 4 Sternen. Nichtsdestotrotz hatte ich einfach Spaß beim Lesen und das ist so ein Faktor, den man auch nicht außer Acht lassen darf. Was sich durch die Reihe zieht, ist, dass es sich bei den männlichen Protagonisten um einen Eishockeyspieler und Frauenheld handelt. Am Anfang der Geschichte ist er noch in eine andere Frau verliebt, deshalb trifft er Grace, die Protagonistin, zuerst aus den etwas falschen Gründen und ob sich daraus noch eine Liebesgeschichte entwickeln kann, wird sich zeigen. Das 8. und letzte Buch im April wurde dann wieder zum Jahreshighlight und ich bin sehr, sehr froh darüber, denn Yellowface ist ein Buch, was mir wohl noch sehr lange in Erinnerung bleiben wird und wahrscheinlich auch ein Buch, bei dem ich ab jetzt immer sagen würde, das ist ein Buch, das ich fast jedem empfehlen kann. Ich fand es einfach heftig gut geschrieben, heftig ergreifend, heftig fesselnd, insgesamt sehr, sehr heftig. Es geht um die Verlagsbranche, um gängige Strukturen, Missgunst, Neid, Rassismus, aber auch Medienhass und Cancel Culture. All diese Themen wurden in diesem Buch echt sehr ergreifend miteinander verbunden über eine fiktive Geschichte, die aber trotzdem manchmal sehr, sehr real wirkt. Es geht um die asiatische Autorin Athena und die weiße Autorin June, die seit dem College befreundet sind, auch wenn diese Freundschaft nicht sonderlich tiefgreifend geht. June ist sehr, sehr neidisch auf Athena, denn die ist total erfolgreich mit ihren Büchern, während Junes Debüt ziemlich gescheitert ist. Als Athena dann eines Tages verstirbt, June ist dabei, ja, klaut June das unveröffentlichte Manuskript von Athena, schreibt es etwas um und veröffentlicht es als ihrs. Als es dann erscheint, wird es zum großen Erfolg, aber der Erfolg währt auch nicht lange, denn es werden auch, ja, Vorwürfe aufgestellt und, ja, es ist halt quasi so ein Auf und Ab, was June dann erlebt. Das Buch ist deshalb so heftig, weil es einfach gut erzählt. Die Protagonistin hat eine sehr, sehr markante Erzählstimme, die sehr oft sehr unsympathisch ist. Und man merkt richtig, wie die Autorin einfach anderer Meinung ist als ihre eigene Protagonistin. Aber es trotzdem schafft eben gerade durch diese Stimme, ja, Strukturen von Rassismus zum Beispiel aufzudecken. Auch die Einblicke in die Verlagsbranche haben mir total gut gefallen. Es ist einfach ein augenöffnendes Buch, was sehr, sehr eindrücklich beschrieben ist und gut geschrieben und oft habe ich es gelesen und saß da wirklich sprachlos mit offenem Mund da, konnte das Buch nicht loslassen und dementsprechend wirklich ein Buch, wo ich sagen würde, ich kann es sehr, sehr vielen Leuten empfehlen, dieses Buch zu lesen und mochte es total. Dementsprechend 5 Sterne, definitiv ein Jahreshighlight. Das waren sie also, meine Lesemonate März und April. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Schreibt super gerne in die Kommentare, wie eure Lesemonate so liefen und ob ihr die erwähnten Bücher auch bereits gelesen habt oder es noch vorhabt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Come and fly away with me. Come and fly away with me.